Dernbach im Westerwald. Die Autoverwertung Ludolf. Peter, Günther und Uwe sitzen im Büro und warten auf ihren Bruder Manni. Die Ludolfs wollen heute auf große Fahrt gehen und Manni besorgt gerade noch das richtige Reisegefährt. Dieses Auto ist ein amerikanischer Lincoln Continental Mark 5 Sonderausstattung Bill Blake. Mit diesen Straßenkreuzern hat mir ein Traum erfüllt, den ich ewig haben wollte. 7,5 Liter Hubraum. Klingt unwahrscheinlich schön. Zu Hause ist Peter schon ganz aufgeregt. Das Ziel der Reise ist eine Stadt, in der er einen Teil seiner Jugend verbracht hat. Ach, Günterchen, ich hab schon Freude auf die Reise. Ja? Hamburg, Muttigen. Hamburg bedeutet mein Führerschein. Bedeutet Mutti ihre Jugend, Mutti ihre Liebe, Vaterchen. Also bedeutet das, ich bin ein Hanseat, wie im Buche steht. Ja. Mal gucken. Der Urgroßvater, Beamter. Man sah es ja auch. Aber siehst du immer Mutti und Omi zusammen, die Hamburger. Das sowieso. Hier siehst du davon. Ja, ha, ha, ha. Und jetzt noch hier. Wie Freundinnen, die zwei Hanseaten. Guck mal hier, rausgefahren. Das ist dein Stuhlecke, die Omichen aus Hamburg. Mhm. Die saß da, wo du jetzt sitzt. Genau, in meine Ecke. Genau, wo du jetzt sitzt. Und dann, wenn ich nicht hier war, dann hat sie meine mitgepackt. Ja, guck mal, aber wie musst du fragen. Frei die Tische waren. Oh ja. Die kommt bei der Mutti hier hin. Zeit läuft. Zeit verläuft. Wenn du jung bist, dann wartest du, dass du volljährig wärst. Deswegen will ich ja Hamburg unbedingt besuchen. Das ist ein Auto. Boah, guck dir das mal an, das Geschoss hier, Peter. Geil. Ist das ein Apparat? Etwa klein, richtig? Ja, die kostet mit dem Auto überhaupt um die Ecke. Ist der klein? Manometer, geil. Das ist ein geiles Geschoss. Ist auch sehr gut in Zustand. Der wie neu, das Manometer. Der ist so wie so ein Hai, so eine Kiemen. Ja. Ha. Das ist schön. Schön. Da kann die Wärmestau wegkommen. Wunderschön, gefällt mir. Ja. Und jetzt zeige ich dir mal was Schönes. Das beste Stück. Ein Big Block. 7,5 Liter Hubraum. Beim Ford-Motor ist das natürlich. Ein Apparat. Weil die Marke gehört dazu Ford. Ich muss auch mal vorne von der anderen Seite kommen. Uwe, das ist ein Riesending, oder? Ja. Augen auf, Augen auf. Das muss ich auch mal sehen. Ich habe ja noch nicht gesehen. Oh, das ist ein schönes Auto. Versuch mal live, ja. Toll, so, geil. Jetzt mal Fernlicht an. Ja! Super! Ach, oh, ja, das kannst du laut sagen. Junge, fantastisch! Augen zu! Peter und Uwe geben ihren Segen. Das amerikanische Schlachtschiff soll die Brüder noch heute sicher nach Hamburg bringen. Aber Günther, willst du nicht mal mitfahren? Ja? Nee, Peter. Wir fahren vielleicht auch zum Kuppel. Guck mal, da drin ist ein Schiff. Eins. Richtig geil. Uwe, Wagen drin, ein Schiff von Hamburg-Tour. Richtig. Das wäre auch noch geil. Essen! Wie Hamburg gehört Fisch richtig dabei. Frische Fische. Das wäre noch ein Ding. Oh, lecker, Junge. Wenn ihr nach Hamburg fahrt, da macht ihr bei meinem schöne Fotos von irgendwo die Mutti überall auf war. Auf jeden Fall. Na, klar. Ja, ne? Aber nicht vergessen. Und da kannst du drauf verlassen. Hand drauf, auf Hamburg. Ja, selbstverständlich auf Hamburg. Hand drauf auf Hamburg. Auf Hamburg. Hand dran. Ja. Günther, du auch. Nein, ich. Du kriegst einen Ehrenplatz. Einer muss doch hier aufpassen auf den Betrieb. Junge. Aber mach mir ein paar schöne Fotos. Ja, Haube runter, los, wir fahren jetzt! Ich muss die Technik erschicken und alles. Da hat der Billy aber recht, wir müssen nur schicken, aber das Auto müssen wir pflegen und schonen. Da macht es erstmal fertig. Richtig. Und wir gehen beide rein. Wir gucken mal, wenn die Sache hier so ist. Bis nachher, bis nachher da. Wir gucken mal, was wir hier haben. Ja.
Ja, die Servusflüssigkeit ist in Ordnung. Manni und Uwe kümmern sich um den Lincoln. Peter ist mit seinen Gedanken schon längst in Hamburg. Man sieht doch wirklich, was für schön das Leben war früher. Au, oh, da steht die Oma vor. Unsere Omi, unsere Hamburgerin. Da war die Mutterchen doch in Hamburg bei ihrer Schwester. Ja, da hat sie ein Jahr gelebt. Ich war ja auch in diesem Haus mit drin bei Mutti erste Zeit, bis ich in Tomdorf meine eigene Bude gekriegt habe. Ja, aber Peter, dann machst du mir davon auch noch mal frische Fotos. Möchte ich mal sehen, was da noch ist. Ne? Ich möchte so viele Erinnerungen mitnehmen. Ich möchte so viel in mir einsaugen. Ich muss nicht gucken, wo meine Mutti noch zuletzt war. Wo meine Omi war. Ich freue mich schon ganz kräftig drauf. Was Schöneres, also da kann ich 10 Weihnachten verzinken um meine Geburtstage, aber nicht Hamburg. Nein, nicht Hamburg. Ein schöner Reifen. Der Marmedeck, der streicht. Meine Alufelge kriegst du nicht. Reifen? Ja. Ich streiche lieber die Mädchen, hab ich mehr. Ja, auch, aber die Alufelge auch. Ah, guck dir mal den Reifen an. Hier. Einmal frei. Da brauche ich nichts machen. Außergewöhnlich ist das hier, nach meiner Meinung, Uwe, müsste es echt Leder sein. Im Gegensatz zu unseren Deutschen, die waren Vinyl, richtig? Genau. Und das hier ist ja wie die Innenausstattung übertragen nach außen, weil das ein Schick war von diesem Edelauto. Es hat ja auch wieder Vorteile. Erstmal die Optik, aber zweitens... Die Optik, ja, das ist schön, mal, da hast weicher. Recht. Wenn das ganze Dach wäre, aber das würde auch optisch nicht gut aussehen, aber wenn es das ganze Dach wäre, hätte man einen einzigen Vorteil, kein einziger Steinschlag bei Hagel würde in das Dach reinkommen. Also Hagelschlag, Steine. Würde nicht passieren. Beim Hagel kommen ja keine Steine runter, da kommt gefrorenes Eis runter. Ja, Hagelschlag. Das stell dir mal vor, wenn jetzt immer mehr Hagel kommt. Wenn die ganzen Autos mit sowas überzogen werden, und dann hat man keine Versicherung, keine runter. Schäge. Da kommen nur Hagelkörner und so weiter. Du hast gerade gesagt, die Steine fliegen vor. Hagelschäden. Ach so. Naja, Manni. Die schönste Zeit war ich immer am liebsten, wenn man mit der Mutti auch Besuch war für eine Woche bei der Oma. In der Siedlung, wo die Mutti auch groß geworden ist. Ja. Und weißt du, ganz auf der Ecke, da war doch der kleine Laden. Da bist du noch mit dem Milchkanne hingegangen. Und wieder Viertel, halb Liter oder Liter. Und jeder Zugkunde an der Pumpe war immer ein Viertel Liter. Mhm. Gibt's heute alles gar nicht mehr, sowas. Ich will nicht einen Wagen fahren, wo der Rost dran ist. Da meist provisorisch, aber ich will es sichern, dass es nicht weiter rostet. Ich fahre aber nicht mit einer gammeligen Kiste rum. Der Uwe ja, ich nein, danke. Ich kann nur eins sagen, ich mache jetzt eine Innenraumpflege. Da werden ja verschiedene sagen, warum verwende ich zwei Mittel? Das eine ist aggressiver. Da mache ich den Dreck mit ab. Und ich spritze es auch nicht direkt auf den Zeug drauf, sondern auf den Lappen. Dann gibt es Flecke. Und am Ende nehme ich eine Pflege, was ich normal, wenn der immer gepflegt ist, am besten eine Lederpflege. Ist besser für den Kunststoff wie dieses Sprühzeug. Besonders diese kleinen Scheiben, diese ovalen Scheiben, haben eine Besonderheit. Ich dachte, das ist nur Zierte. Vom Wegen. Ich habe Einparkvorgänge und durch diese Scheibe konnte ich nachher viel besser aus- und einpacken. Es ist nicht nur Zierte, es ist ein absolutes Hilfsmittel. Und das gehe ich rein und mache es mal von innen sauber. Aber erstmal ist auch noch die drauber. Fantastisch. Oh Mann. Das sind wir von unseren Muttigen gewöhnt, wenn wir nach Hamburg gefahren sind, größere Touren, da zum Beispiel Wahlproviant gemacht worden. Meine Mutti, die wusste, dass wir alle gerne Eier essen. Schön Ei, Brot dabei, Salz drauf, unwahrscheinlich lecker. Oh, ich muss mal die Nudeln, die Eier mal gucken, ob die kochen. Herrlich. Bunt und mit Liebe. Das bedeutet, dass ich aufpassen muss, dass nicht alles auseinanderfällt. So.
noch ein Gürkchen. Ich würde sagen, ganz ehrlich, ohne diese belegten Brote ist keine Reise. Man kann ja Millionär sein, Geld haben, in jede Rasttante reingehen, man da essen. Aber wenn man das nicht hierbei hat, ist keine Reise, brauche ich keine Reise machen. So, ein Beutel nicht übertreiben. Oh, was machst du, Manny? Machst dein Auto sauber? Ja, Scheiben, Lackarbeit habe ich gemacht. Aber komm mal hierher. Findest du das nicht schön hier? Guck mal, die Armaturen von Cartier. Das sieht edel aus, in Silber mit den Chromrändern. Wie kleine Diamanten oder so. Setz dich auch mal hier rein. Na komm, noch mal reinsetzen in die Kiste. Dann kannst du weiter putzen. Ich guck mal, ich sage mal, ich mache Mittagsschlaf hier drin. Ach, nee, hey, geil. Bloß hier hast du den Tempomat. Ich brauche kein Tempomat, Manny. Doch, ist eine schöne Sache. Weiter. Zu so einem Auto muss ein Tempomat sein. Das ist der Spiegel. Ich linse dir an, da kannst du vielleicht besser rankommen mit deinen kleinen Ärmchen. Siehst du, das ist die Spiegelverstellung und alles. Nimm mal die Hand da weg, ich hab was gesehen. Ich bin nämlich der Perfektionist. Ja, ich bin langsam müde, wie ich hier drin sitze. Ich sitze wie im Wohnzimmer drin, Manfred. Ja, das ist ja das Schöne an der Wagen. So, das bedeutet, dass ich hier die Schnitten hier mache noch, außer die Brötchen. Mein Bruder, der Uwe, war ja immer meistens zu Hause geblieben. Der ist überhaupt nicht die Brötchen so gewöhnt. Der hat gerne lieber eine Stulle, wie man in Ruhrgebiet gesagt hat, gegessen. So mache ich jetzt zum Beispiel für ihn ein paar Schnitten. Wir können ja auch eine dabei essen, dass jeder was hat nach seinem Wunsch. Nicht nur Brötchen, also auch Stullen. Hat Mutti auch gemacht. Brötchen und Stullen. Jeder sollte seins haben. Die war unwahrscheinlich gerecht. Und das wollen wir für die gute, lange Reise, ist ja Muttis Reise, auch machen. Uwe isst wenig Margarine. Uwe kann kein Fett ab. Sonst bricht er. So. Und das dabei. Dann die leckere Fleisch. So. Und fertig. Wenig später. Das Abenteuer Hamburg kann beginnen. Jungs, ich freue mich schon auf die Tour. Ich auch. Endlich. Ha, nach Hamburg. Endlich Spaß. Guck mal, zum Essen habe ich alles bei. Hast du auch alles? Ich habe alles. Telefon und alles. Perfekt, alles dabei. Ja? Ja. Wir sind auf große Fahrt jetzt, wa? Ist das nicht ein schönes Auto, gell? Ja. Ja. Das ist ein super Auto. Fangen wir mal an. Reifen das mal an und seid drüber. Dann machst du das mal. Da kannst du besser. Mach du, kleiner Dicker. Ja. Du verpackst das. Du bist der Packmann. Ja, meiner kommt da hinten rein. Ja, meine ganze hinten rein. Hinten. Ja, Ecke. Ja, mach du mal. Nee, Manni, mach doch deine Ecke rein. Komm her, ich mach das mal. Komm her. Komm, mach mir, ich mach das, kleiner Dicker. Mach mal dann selber, gut. Das ist mein Koffer, der soll nicht kaputt gehen. Richtig schön in der Ecke. So. Und da kommt auch meine Jacke rein. Mein Schirm. Meine Jacke? Genau, auch da. Das ist ja ganz einfach, Junge. Super. Das Horst-Güntherchen, du passt auf die Wohnung auf. Ja. Guckst alles immer mal. Passt auf die Kunden auf. Und lass dir gut gehen. Hältst die Stellung und an Kunden. Isst ordentlich und hält den Mund. Ja. Na ja. Tschüss, Günther. Tschüss. 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 Pass auf, hör mal auf. Jo. Ach, jetzt geht's auf große Tour, Peter. Mann, oh, Peter. Schön ist das. Endlich nach Hamburg. Ich habe mich so gefreut darüber, die Mutter ihre Heimat wieder mal zu sehen und alles. Ja, das kannst du noch mal sagen. Ich freue mich auch so. Mutter ist eine Hamburger Dern, eine richtige Dern. Ja, richtiges anständiges Mädchen. Ja, auch vielleicht. Manny steuert den amerikanischen Highway Cruiser auf die A3 Richtung Norden. Rund 500 Kilometer müssen die Brüder jetzt in ihrem fahrenden Wohnzimmer zurücklegen. Schönes Auto, fantastisch. Wunderschönes Auto, richtiges Straßenkreuzer. Ja, ist ein Straßenkreuzer. Ja, so lässt sich hier aushalten. Das macht richtig Spaß. Und der verhält sich wie eine 1. Die Servolenkung gleichgängig, die Bremsen wie ein Panzer. Der Audi hat auch keine besseren Bremsen. Der hat 4 Scheibenbremsen, die packen wie ein Tier zu. Und die beschleunigt durch einen starken Hubraum unwahrscheinlich. Sauber ist es. Ja, keine nichts gegen sagen. Der Lincoln hat 220 PS, sein Gewicht 2,2 Tonnen, die Höchstgeschwindigkeit 80 Meilen. Das sind etwa 130 km/h. So. Jungs, der Tempomat funktioniert. Hier bei einer Automatik, da kannst du schön fahren und essen. Ein Ei, Uwe? Ja, hier ist ein Ei.
Jungs, ja. Da war eins, der fährt er sich sehr gut. Ja. Aber der Quietscher. Manometer, wir wollten aber immer fahren und nicht im Stau stehen. Da muss man mit leben. Da siehst du ungefähr 1000 Meter, dann gehst du ja rüber, Manni. Ja. Diese Pille kennt sich doch noch ein bisschen aus, wa? Ja, da sind ja auch die Schilder, die habe ich auch gelesen. Heinzingen, also, Hamburg. Auf die Spuren, ja, von der Oma gehen wir jetzt, Jungs. Ja. Herrlich, einfach herrlich. Das erste Ziel der Brüder, Omis letztes Zuhause in Hamburg. Da kommen wir sehr bekannt jetzt vor. Ja. Da ist das Einkaufszentrum. Das ist es. Ja. Das ist es, hier. Peter ist ganz aufgeregt. Hier hat Oma Gertrud gemeinsam mit ihrem Mann Henry gelebt. Nach seinem Tod haben die Ludolfs und ihre Eltern Omichen nach Dernbach geholt. Das war vor über 30 Jahren. Mann, wenn du überlegst, hier in so einem Klotz hat die Omi gewohnt. Ja. Aber wirklich. Da habe ich, glaube ich, den Müll. Nee, ein zweiter habe ich den Müll abgegeben für die Oma. Doch, nee, her. Aber lass uns doch mal Spaß gehen, dass da vorne hin. Ich weiß das Zimmer. Meinst du, weißt genau, ich weiß genau alles. Komm. Richtig. Ach ja. Ach nee. Herrlich. Ja. Und hier hat mein. Moment. Welche Parkplatznummer war das? Im Moment. Ich glaube, den hier oder den da habe ich immer. Nee, da habe ich mein Passat gestellt. Da habe ich eine Sondergenehmigung gekriegt. Du weißt doch, der silberne Passat, wo wir Oma noch mitgefahren haben, der stand dann da. Ja. Richtig? Ah, schon lange her. Aber die Schranke war noch nicht da. Die gab es noch nicht. Was klar, dass sich jeder hier reindonnert. Verständlich ist das, ja. Aber das wollten Sie damals schon machen, Manni. Ja. Ach, ja. Ach, Manometer. Hamburg ist ganz schön windig hier. Richtig. Guck dir mal an, hat er alle Bäume gesehen? Keine Blätter. Und dieser Baum hier? Der blüht. Das ist der Empfang von die Omi. Ja. Komm. Kein Baum blüht. Absoluter der blüht. Empfang von die Omi. Ist das doch nicht. Guck, das nicht alle Bäume haben keine Blüten. Oben, wo diese komische Pflanze, ja, da war die Omi kennt. Richtig. Neben den Orangen. Omi hat immer gegrüßt, weißt du noch? Ja, und da saßen wir unser Kaffee, Henry, unser Omi, Kuchen. Der war auch lieb. Ja, da saß die Mama noch da, die Sabine war dabei und alle. Ja. Und dann war auch noch die Tante Waltraud bei, richtig, und so weiter. Dann haben wir gegessen, Kaffee, da Kuchen. Da oben, wo die graue Antenne ist, weißt du noch, Uwe? Das war einfach klasse gewesen. Ja. Das ist, was mir in Herzen geht. Ja, aber Peter, noch schöner wäre es, wenn jetzt die Oma da oben rausgucken würde. Siehst du nicht die Oma? Und wenn es da und die wird es winken. Ja, Jungs, ihr seid auch wieder da. Wie viel Mal habe ich das? Das wäre doch herrlich, Peter, in dem Moment. Ich war nur ein oder zweimal kurz hier euch hinbringen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stockwerke. Ja. Neun fehle ich. Ja, oben ist ja der Keller. Ah! 9 sind es, ist schon wusstest richtig. Wusstest du in Amerika, dass manchmal den Stockwerk 13 nicht gibt? Da gibt es zweimal, da gibt es vielleicht 12 und 12 A, weil 13 wegen Aberglaube gibt es kein 13. Ach so, Stockwerk. Ist schon richtig, ist schon richtig. Nee, ganz einfach, Omichen wollte nie in der 7 wohnen. Meine Mutter, das war Aberglauben von meiner Mutter und Oma. Und auch von ihr Vater und von Oma selbst. Und die Mutti hat das Leben lang gehabt, die 7. Deswegen tun wir auch kein 7.
Aufblättern von Kalender, auch gar nicht 7, für Muttis Ehre. Ja. Und Oma hat gesagt, nie den 7., ich will nicht im 7. Stock wohnen, ich will auch nicht an 7. Tür wohnen, hat sie sich immer ausgesucht. Also die 7 war eine böse Zahl. Das war wie eine schwarze Katze, wenn sie über die Straße für läuft. Die von Mutti. Für die Omi und von Mutti und so weiter. Keine Probleme. Wir haben ja keine Probleme. Ja, Jungs, was hältst du davon? Ja. Jetzt fahren wir da, wo die Mutti geboren ist und die Oma in der Siedlung richtig. Ihr meiste Leben gelebt hat. Auf jeden Fall. So, Jungs, fahren wir los. Ja. Ja. Da war's gut. Die Brüder machen sich auf die Suche nach dem Geburtshaus ihrer Mutter. Eine Reise in die Vergangenheit. Ja, die einsame Straße. Uwe? Ja. Die einsame Straße. Genau. Ja. Das ist die Hausnummer noch. Da ist es. Da hat die Mutter übernachtet. Gleich bei den Ludolfs. Wiedersehen nach 30 Jahren. Die Brüder treffen Onkel Reinhold und Tante Waltraud. Und die Ludolfs auf der Reeperbahn. Ja, wieder normal, könnten wir ja mal aussteigen, mal hier rüber gehen, wa? Nee, Uwe. Zurück bei den Ludolfs. Manni, Peter und Uwe reisen mit einem Lincoln Continental nach Hamburg. Die alte Heimat von Mutter Marianne und Oma Gertrud. Kurz nach ihrer Ankunft wollen die Brüder Tante Waltraud und Onkel Reinhold besuchen, die sie seit 30 Jahren nicht gesehen haben. Die beiden wohnen noch immer in dem Haus, in dem auch Mutter Marianne geboren wurde. Da ist es. Da hat die Mutter übernachtet. Kommst du raus, Peter? Ich komm raus. Ich auch. Oh, dann kommt Peter mit raus. Achso, ich muss Maul abschneiden. Ja, Peter, hier ist das. Wie früher, die Pappe vor noch, ja. Guten! Onkel Reinhold, wie geht's dir überhaupt? Hallo, ihr lieben Jungs. Ja. Dass ich euch nochmal sehen kann. Ja, das ist nochmal schön. Das finde ich ja sehr gut. Hallo, guten dir. Peter. Hallo. Alles in bester Ordnung. Ja. Macht so Spaß mal. Du bist immer noch ein Auto nah, habe ich gesehen. Ja, immer noch. Ja. Ich komme von den alten Dingern nicht aus. Du bist ja so alt wie unterwegs. Ja. Hier sind wir zu Gast bei meinem Onkel. Richtig, Onkel Reinhold. Onkel Reinhold. Das bedeutet, dass meine Tante, die Waltraud, ist die Schwester von meiner Mutter. Also ganz dicht Verwandte. Ja. Reinhold kenne ich immer lieber Onkel gewesen. Ja. Ich habe viel mit ihm erlebt, vom Bauch bis zum Führerschein. Ich habe meine romantische Seite kennengelernt. Ja. Ich habe Hamburg kennengelernt. Ich habe, wie Hamburg lebt und... war eine herrliche Zeit, also werde ich nicht vergessen. Deswegen wollte ich hier hin. Und ich habe gedacht, ob die wohl mal zu mir kommen würden. Ja, gerade, weil wir hier wollten. Ja, ich wollte hin. Aber unser Onkel Reinhold war immer ein Auto nah. Ja. Weißt du noch mit den Opel? Wo er mit dem Öl abgespritzt hat, seine Bodenplatte. Ja. Ha! Da würde ich nie vergessen, eine Tankstelle. Der Kommodore. Ach, Öl ist besser wie unter Bodenschüssel alles. Du bist ein Auto, na genauso, komm. Und so muss man auch mal aussehen. Super Gespräch. Das ist wirklich wie neu. Manni will noch einmal den Garten sehen, in dem er als Kind so manche Sommerferien verbracht hat. Ich habe hier immer noch die Wiese gemäht. Mit dem Rollmäher hier und da waren die Erdbeeren und da stand auch ein kaputtes Motorrad. Da habe ich drauf gespielt hier. Und das hier stand überhaupt gar nicht. Daran kann ich mir noch genau erinnern. Und unser Sohn war immer in den Erdbeeren drin. Klar. Ja. Der war immer fleißig, ja, ganz fleißig. Ja. Nee, das ist Tatsache. Ja. Das kann ich für 100% bestätigen. Nein, waren an und für sich alle lieb, meine Neffen. Mhm. Sind ja meine Neffen alle. Richtig. Riesenklotzen LKW-Motor. Mann, bei mir. Mann, da brauchst du schon. 50 Liter nur. Ach, 50 Liter. Wie groß ist der Tank denn? 180 Liter. Der sitzt auf dem LKW-Rahmen. Der ist die Karosserie nur drauf. Ja. Der ist ja auf keinem PKW-Rahmen. Nee. Über 6 Meter lang. Donnerwetter. Mann, jo. Ja? Mach mal ein paar Fotos von unserem Onkel und unserer Tante. Ich guck mal Fotoapparat. Ja, auch von der ich will was haben, wo ich auch zu Hause gucken kann. Ja, aber jetzt so windig, so wild. Das magst du nicht. Frau ist immer schön. Ja, eine Frau ist immer eine Prinzessin, egal wie alt oder jung sie ist. Es ist was Besonderes. Die Haare ist wie Wildfang daneben. Nee.
Das macht der Wind. Ja, das macht doch nicht. Das ist doch schön. Immer schön lächeln. Haha. Ha. Jetzt bist du nicht dabei. Nein, jetzt dabei. Richtig. Schönen Abend, Tante Waltraud, wa? Mach's gut, wa? Schön, dass ihr da wart. Du machst das besser. Ne? Schön, machen wir auf jeden Fall auch. Tschüss, Tante Waltraud. Wunderbar. Ich hab mich gefreut. Tschüss, Onkel Reinhold. Ich hab mich gefreut. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Die sind lieb und nett. Ganz lieb, ja. Die Brüder haben den Besuch sehr genossen. Aber er macht sie auch nachdenklich, denn Onkel Reinhold ist schwer krank. Alles in Zeit. Man geht in die Zeitgeschichte zurück in dem Moment, ja. Peter. Wenn man das alles wieder sieht, was alles geht weiter. Auch wirklich. Leben dreht weiter. Jetzt kann man nochmal seinen Onkel, Tanten und alles nochmal wiedersehen. Ja. Wer weiß, wie lange noch, war. Das ist immer traurig. Die Zeit läuft so schnell ab. Ach, nicht so schnell. Zu hart. Das macht einen aber traurig. Aber dass wir, sie noch mal sehen können, das war schön. Das hat fröhlich gemacht. Richtig. Hat aber ein richtiges Erlebnis jetzt. Die Brüder sind von der Reise erschöpft. Doch bevor sie ins Hotel fahren, will Peter unbedingt noch einen kleinen Abstecher in den Stadtteil Tonndorf machen. Hast du mal was gesehen? Soll ich dir mal zeigen, wo ich gewohnt habe? Ein Jahr lang hat Peter hier in einer Wohngemeinschaft gelebt. Jungs, hier habe ich jetzt pure Romantik erlebt. Hier habe ich vor über 30 Jahren gewohnt, Anfang der 70er Jahre. Wo hast du aber welchen Zimmer da gewohnt? Ganz oben, wo die zwei Weißen sind. Da hast du was erlebt. Da war ich jung gewesen. Ich habe hier wirklich romantische Stunden gebracht und verbracht mit Menschen, die was zu eingehalten haben. Jung und aktiv waren die alle. Die Monika, unsere Schwester, wohnte da noch. Weißt du? Waren da auch noch andere Frauen am Wohnort oder nur Männer? Oder oh, da waren alle. Siehst du, Manni, Studentinnen, komm ich da an. Die hat uns hatten mal für ein paar Stunden eingeladen, wo ich wieder heim musste. Ja. Weißt du, was der im Kühlschrank hatte? Sag, er kann zum Essen nehmen. Eine verfaulte Tomate. Komm, die war nicht verfault. So eine kleine Tomatendose mit Tomatenmark. Da war alles. Peter, kannst du alleine behandeln. Junge. So was brauche ich auch nicht. Peter, war sparsam. Ja. Was hat das war überhaupt nicht sparsam. Das ist ganz einfach. Wir haben uns immer alle haben eine Dusche sich geteilt und alles. Die Tomate würden wir uns auch alle teilen. Alle zusammen eine Dusche benutzt. Alle auf einmal oder wie? Nein, nur hintereinander. Ach so, habt ihr auch Wasser gebraucht? Oder habt ihr auch ganz wenig. Wir haben dann haben wir mit Mädchen und Jungen zusammen geduscht, dass es billiger wurde. Ach so, meinst du, das hast du fertig gebracht? Wie hast du das fertig gebracht? Nein, nur ein Witz. So. Ich war wegen dir, Uwe. Aber ganz einfach, es war ein schönes Leben. Man hat gelebt miteinander, man hat egal was gemacht, man hat zusammen gefeiert. Man hat das Geld, was man gerade aufgebracht hat, auf den Kopf gehauen. Das war das Radikale von einem Tag auf den anderen Tag leben. Das war schön gewesen. Du hast wirklich deine Freiheit gehabt. Jeder war dein Freund gewesen, egal was war. Wenn Not war, hat er dir was gegeben, eine trockene Schnitte Brot oder ich habe eine trockene Schnitte Brot gegeben. Also das war radikal, freie Radikale, die Kommunenzeit. Ja. Weißt du, in mein Tagebuch meines Lebens eingeschrieben. Und das habe ich gesehen. Das habe ich wunderbar. Ja. Sentimentale Erinnerungen, die was wirklich in meinem Herzen drinne steckt. Das war eine große Freude, das zu sehen zu dürfen. Guck dir mal an. Das Haus, jahrelang nicht gesehen. Dasselbe Farbe. Hat gerade ein paar Kleinigkeiten, nur ein paar kleine Satellitenanlagen und sonst gar nichts. Die Farbe auch. Jungs, die Farbe, alles gleiche. Komm, es wird kalt, aber danke schön, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, da hinzufahren dürfen. Am frühen Abend. Ja, wunderschön. Auf der Suche nach ihrem Hotel haben sich die Brüder etwas verirrt. Das ist aber ruhig, wa? Bei uns in Westerwald ist aber mehr los. Mhm. Wo sind die Mädchen? Hey, Uwe. Oh, hier. Sechs Videos. Uwe. Ferkel. Peter, normal könnten wir ja mal aussteigen, mal hier rüber gehen, wa? Nee, Uwe. Das wäre was. Das glaubst du nicht. Ich hab das der Karin versprochen. Guck mal, das ist auch so eine Süße.
Eine halbe Stunde später kann Manny erleichtert aufatmen. Die Brüder kommen in ihrer Unterkunft an und die ist garantiert jugendfrei. So, Manny. Uwe, ich mach noch Licht aus. Jo. Hier ist Wasser. Boah, ist das... Ja, total nass habe ich die Dinger. Komm, wir verziehen uns. Ich bin schon müde, war merklich, ja. Peter? Ja, Manny? Der Wagen, der hat heute super durchgehalten. Der Linken, der ging ja ab wie ein Uhrwerk. Der hat nur geschnurrt. Fantastisch. Manni, mir hat viel mehr was anderes interessiert. Familie. Also Omas Haus zu besuchen in Kambergstraße da. Dann den Onkel Reinhold und die Tante Waltraud, Mutters Schwester, wieder mal zu besuchen. In dieselbe Ortschaft, wo die immer waren. Fuchsberg Räder. Und dann an meine alte EWG. Weiß in Tomdorf. Einfach fantastisch. Peter. An der Reeperbahn hätten wir ruhig mal stehen bleiben können, hätten wir aussteigen können. Ja, warum ja. sind wir denn da durchgezogen, Peter? Uwe, morgen haben wir noch einen schönen Tag vor uns. Schlaf endlich. Gute Nacht, Manni. Gute Nacht, Peter. Gute Nacht, Manni und Peter. Gute Nacht, Uwe. Gute Nacht, Uwe. Gute Nacht. Und gute Nacht, Peter. 8 Uhr. Manni steckt die lange Autofahrt von gestern noch in den Knochen. Er braucht jetzt unbedingt etwas Bewegung. Training. Entweder Walken, was Ähnliches, Schwimmen und so weiter. Fahrradfahren, Mountainbike, fantastisch. Uwe und Peter lassen sich nicht überreden. Uwechen, ich habe jetzt Hunger wie ein Seebär. Irgendwas können wir frühstücken hier in Hamburg. Ja, da muss immer mal gucken. Ach, was geben, Peter. In Hamburg gibt es immer was für einen Seebären. Da, aber das ist ja egal. Der Mann ist schon wieder unterwegs. Der ist irgendwo unterwegs. Ich mache ja auch kein Joggen wegen der Gelenke. Ich mache Walking. Ganz locker gehen. Das ist an gelenkschonendsten. Das gleiche kann man ja auch mit den Stöcken machen, Nordic Walking. Da geht aber wer mehr Muskel angeschränkt, aber geht mehr auf die Knochen. Und dann gibt es das Gehen. Das ist nicht meine Sportart. Da wird sich so komisch bewegt. Und das ist nicht meine Art, da muss man sich so bewegen, dass kein Laufen ist. Und dann gibt es das Rennen. Das ist schon gar nichts für mich. Der Hamburger Hafen. Peter und Uwe sind auf der Suche nach einem echten hanseatischen Frühstück. Riechst du nicht den schönen frischen Fisch? Riecht man schon richtig, und oder? Den Hafen und ja, alles, guck mal da. Da hinten, das Wasser, wo Wasser, Wasser. Ist, da Fische, wa? Fisch. Richtiges Fischfrühstück. Komm, wir gehen nach dem Geruch. Ich riech gerne so Fisch, weißt du? Du musst nach Fisch riecht das. Immer die Nase lang. Ja. Frische Fische, Schalentiere, Nordsee, Mittelmeer ja, und alles. Gucken, hier müsste alles geben. Mal sehen, mal ja. was. Ah, da riecht super. Herrlich, Fisch, super. Uwe und Peter im Schlemmerparadies, ein Fischgroßhandel mit Bistro. Dann macht Peter eine Entdeckung. Die Brüder kommen ins Staunen. Den Hummer kennen sie bisher nur aus dem Fernsehen. Ich hab wieder, hier ist doch alles lebendig. Guck mal, wie lecker das alles riecht. Guck mal, Fisch. Der ist lebendig. Mal sehen, ob er was versteht. Kuddeldudels. Ach, oh, sind die aber niedlich. Guck mal, die haben kleine Beinchen. Da müsstest du mal mit nach Hause nehmen, Peter, eine Badewanne laufen lassen. Was hältst du davon? Und dann beißt du mir einen Finger. Nee. Da beißt du woanders rein, Peter. Ja. Aber der Fisch riecht richtig lecker, wa? Ich weiß nicht, ob hier mir einer angreift oder was, Uwe. Ah, Peter, wisst ihr was? Ich krieg jetzt noch mehr Appetit, wenn ich den ganzen frischen Fisch hier sehe. Aber mal gucken, Uwe. So, das Frühstück jetzt kriegen. Ja, aber. Einen kleinen Happen, gell? Ja, recht schönen guten Tag. Guten Tag. Wir hatten ein klein wenig zum Essen gehabt. Ein Brötchen haben Sie vielleicht. Fischbrötchen mit Seelachs gebacken. Fischfrikadelle nicht. Willst du Frischfrikadelle, Uwe? Ja, ich nehme eine Fischfrikadelle. Ja, dann ich auch eine. Mit einem Brötchen. Zwei, ja.
Was zu trinken noch? Ja, eine Cola, wenn ich schlecht von dir hätte. Ja. Und Apfelsaft oder Fanta? Gibt's dann nämlich Apfelsaft. Das, oh, das wär's dann erstmal. Hey, was macht ihr denn hier? Ich bin am Joggen in die schöne Gegend an der Alster und ihr isst. Ich muss mal auch gleich was bestellen. Wir tun uns Frühstück. Dann machen wir Fischfrikadelle. Ja. Uwe hat schon fast alle gegessen. Ja. Wir haben dann noch etwas Pfand dabei und so weiter. Was hast du auch gemacht? Gesorgt. Bisschen, na, das ist gesund. Denk mal an die Figur. Er habe ich schön gepackt. Und du darfst dann auch gleich fahren, Uwe. Dass er auch mal was Spaß hat. Ich will ja nicht den ganzen Spaß alleine haben. Uwe, über deine kurzer Rembo-Stil. Ja, du hast die Vorfahrt genommen. Kamikaze, ich will im Endeffekt sitzen, mein Uwe. Ein Rollstuhl. Die Falle, wie die Säue. Ja, du. Die nächste Sehenswürdigkeit ist ein Highlight für Technik-Freak Money. In den alten Elbtummel müssen wir unbedingt reinfahren. Ja, Peter, aber ob wir reinpassen überhaupt mit dem Wagen, das wird fraglich. Ja, wollen wir mal versuchen. Okay. Mehr wie versuchen können wir ja nicht. Das wird sehr fraglich. Ach ja. Okay, wir steigen lieber mal aus, oder nicht? So, Mani. Komm, steig mal aus, Kleiner. Ja. Dann wollen wir gucken, ob wir das Schiff hier reinkommen. Ja. Guten Tag. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir reinkommen, aber sieht gut aus. Ja, müssen wir mal klappen. Ja. Wollen wir es versuchen? Dann versuchen wir mal. Ich stelle mir vor den. Machen wir mal. Kommen! Super! Wieder rein! Super, klasse, spitze! Immer kommen! Super, der Fahrstuhl ist riesig! Sieht automatisch aus. Ja, ich bleib hier im Fahrstuhl und du kannst im Auto sitzen. Wunderschön. Manuel, und jetzt geht es runter. Ja. Aber tief geht es runter. Und so. Jetzt kommen wir gleich unten an. Das müsst ihr euch vorstellen, wir sind tief. Über uns ist Wasser. Die Elbe. Aber da ist ganz schön eng für so ein großes Schlachtschiff. Ja, da musst du aufpassen. Weil der ist nicht für die Größe gemacht. Der war normal für Kutschen gebaut. Und der ist uralt. Und Peter, achte mal auf die alten Fliesen noch. Uralt sind die Fliesen. Aber es ist trotzdem auf einem schönen Stand, dieser Tunnel. Über uns fahren die Schiffe. Und die Fische, was wir vorhin gegessen haben, sind oben. Ja, über uns. Am Schwimmen, Uwe. Keine kleinen Mädchen. Guten Tag. Danke. Uwe, du kannst kommen, darfst noch ein bisschen rüber. Darum. An einer Bushaltestelle in Hamburg-Ohlsdorf wartet ein Herr sehnsüchtig auf die drei Brüder. Sein Name? Manfred Ludolf der Ältere. Oder einfacher Onkel Manni. Da sitzt der junge Mann. Ach, der junge Mann! Manni, wie geht's dir? Mir geht's gut. Manni, gleich kannst du uns erfahren, was ihr bei Hans Albers kennt. Na, herzlich willkommen in Hamburg. Fantastisch. Freut mich, dass ich bei dir Manni. Hallo. Sei herzlich willkommen. Auch du. Dankeschön. Herzlich. Danke für deine Gastfreundschaft. Manni, alles klar. Herzlich willkommen in Hamburg. Bitte, du darfst auch in Hamburg hier. Ja. Wunderschön. Du darfst auch mein Auto fahren. Ja, komm, mein Auto fahren. Ja, nein. Komm, wollen wir da mal. Der ist ein ganz kleiner. So einen kleinen Wagen fahre ich nicht. Nee. Ja, dann wollen wir mal losfahren, Junge. Wir wollen dann Albert besuchen, richtig? Ach ja, das ist immer noch schon. Da fahren wir hin. Junge, ich mach mal ein Foto von euch. Hey. Komm mal her. Jetzt. Siehst du, wir mit unserem schönen Namen. Ich und jetzt Manni hier, ich muss auch mal Manni in die Hand nehmen, komm. Natürlich. Mein Kleiner. Ja, hallo, jetzt kommen wir zu mir. Ah. Mein Vorschlag, wollen wir Hans Albers wissen? Richtig. Ja, fantastisch, Manni. Ja, okay. Der Parkfriedhof in Hamburg-Ohlsdorf ist der größte seiner Art in der Welt.
und praktischerweise mit dem Auto befahrbar. Wie ist das denn von Hans Albers, Jungs? Fantastisch. So, dann wollen wir mal gucken. Mal, schließen wir ab und dann gucken wir uns mal an. Dann werde ich euch führen jetzt. Dankeschön, Onkel Manfred. Als Hamburger habe ich die Führung, ne? Natürlich. Ja, okay. Also, Manni, zeig mal, wo es ist. Ja. Ja. Schön. Wir gehen jetzt an Hans Albers Grab, weil wir nicht mehr auch, wir wollten ja normal an Opas Grab, aber da gibt es nicht mehr. Und dann gehen wir zum Hans Albert, weil wir ihn immer verehrt haben. Wer? Guck mal, ist das hier ein ganz toller Engel hier. Und was für ein Engel ist das? Das ist doch fantastisch, ne? Mutter und wir lieben auch Engel. Mhm. Wir auch. So, meine lieben Neffen, jetzt ist Hans Albers Grabstätte hier. Ja. Die ganzen Familien hier. Es ist sehr schwierig. Hier, Hans Albers, geboren 22. September 1891 und gestorben 24. Juli 1960. Und das ist Vater und die Mutter von Vater und Mutter von Hans Albers. Wir sind große Albers-Fans. Aber meine Omichen, wo meine Mutti, die Muttichen, und meine Mutti und mein Vaterchen haben ihn unwahrscheinlich gesehen, gern in Filmen. Die haben ihn 10-mal gucken können, haben nicht die Lust verloren an die Filme. Ein Hamburg-Besuch ohne ein Grab an Hans Albers zu gehen, ist unmöglich. Das ist einer der wichtigsten Orte, wo ich mich heute richtig drauf gefreut habe, wer es mir erzählt hat. Mhm. Dankeschön, Manni. Gern geschehen. Richtig. Gleich bei den Ludolfs, die Brüder auf hoher See. Fantastisch, wackel, wackel, hin und her. Ob das der Magen von Peter aushält? Zurück bei den Ludolfs. Manni, Uwe und Peter sind mit einem amerikanischen Lincoln Continental nach Hamburg gereist. In der Geburtsstadt ihrer Mutter erleben sie einige Abenteuer. Die Falle Willisäue. Ja, du! Günther ist wie immer zu Hause geblieben. Er genießt seine Ruhe und bewacht die Autoverwertung. Täglich macht er einen kleinen Rundgang. Schließlich soll bei Peters Rückkehr in der geliebten Lagerhalle alles seine gewohnte Ordnung haben. Rudolf? Ach, Peter, wie geht's denn? Was denkst du, wo wir sind? Muttichen hat immer von Blum und Voss geredet. An die Docks, wo die schweren Kräne sind und alles. Oh. Und was machst du so? Kaffee trinken, rauchen, Telefon bewachen und so. Nee, ich bin draußen am Telefon in der Halle an den Grünen, weil ich habe gerade mal einen Kontrollgang gemacht, weißt du? Einfach mal so durchgegangen, mal die Füße vertreten. Dann kannst du mal auch wenigstens etwas laufen. Ist auch für deine Gesundheit besser. Auf jeden Fall. Ihr seid vorsichtig und habt noch viel Spaß, ne? Schade, dass du hier nicht bist. Wir vermissen dich, wirklich. Ha, du willst nicht, du Sack. Ja, lieber rauchen, lieber in deinen Sessel da sitzen, etwas trinken, Kaffee. Das ist deine Heimat jetzt. Du weißt, wie ich bin. Du bist anders. Ich soll euch alten beiden Säcke mal grüßen. Dankeschön. Ja, wir bringen ein bisschen Hafenluft, bitte. Fang die Hände auf und schon viele, 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 und viele Bilder. Ja. Und genau. Günther, lass dir gut gehen. Okay, und fahrt vorsichtig. Bis dann, ne? Tschüss. Ach ja, geht's denn gut, ist die Hauptsache. Ach Junge, ist das schön. Guck mal, sogar ein Rettungsweg. Ja. Oh, ein schönes Schiff, gell, Jungs? Guck dir das mal an. Eine Barkasse ist das. Oh, Captain! Ja, können wir vielleicht mal mitfahren? So eine kleine Tour. Wenn ihr Zeit habt, ja, wir haben Zeit. Sehr gut. Das ist doch ein Erlebnis für uns. Dann kommen wir mal rein. Pass auf, fall nicht hin hier. Ja, so geht es auch nicht. Da wollen wir nicht. Er kann nicht schwimmen. Schön. Hallo. Hallo, Captain. Das ist nett, dass er uns mal mitnimmt. Und dann habe ich noch mal eine Frage. Wie viel PS hat das Boot? 160 PS Diesel. 160. Ja. Ach, ja, Peter. Ich besuche euch mal, Jungs. Herrlich, Jungs. Kommt daher. Ah, ich dachte, das ist schön. Das ist schön. Schöne Mädchen, gell? Ja, schöne Frau. Danke schön. Dankeschön. Einfach herrlich.
mal, das ist doch mal ein Erlebnis, Peter. So was erleben wir nicht alle Tage. Da waren wir jetzt sogar da, ein kleines Häuschen. Nee, das für die Reparaturen. Uwe! Oh, guck mal hier, Containerschiff. Das Containerschiff, ist das ein schönes? Der ist irgendwann in der anderen Teil dieser Welt. Man muss ja überlegen, wo war das Schiff schon? Wisst ihr was, Jungs, bei den Schrottpreisen, so ein Ding jetzt verschrotten, das lohnt sich. Ja. Dann hätten wir die nächsten 20 Jahre ausgesorgt bei den Schrottpreisen. Nein, Mann, da sind einige Tönnchen Schrott. Das ist mir viel zu viel Arbeit, Jungs. Ach, den würde ich schon klein kriegen. Schrott! Schrott! Fantastisch! Mann, jetzt fühlen wir sich gleich wieder wie zu Hause mit den Schrottbergen. Guck mal, das ist das Schrott. Das schmeißt direkt zu Hause. Uwe, ist das nicht so ein Haufensystem, wie ich mit meiner Ersatzteile habe? Auf jeden Fall. Aber das sind Zehntausende von Tonnen, schätze ich. Eine halbe Million Tonnen. Ah, Junge, ist das nicht schönes Wasser? Hey, kommst du hier hoch, Wasser? Einfach wackeln! Pass eben. Herrlich! Herrlich! Wir fühlen uns wunderbar. Wir haben Familie besucht. Wir haben alles gesehen, was wir sehen konnten. Das ist ein Erlebnis, das soll schon nicht vergessen werden. Ja! Dann haben wir mal Urlaub gehabt. Ich überhaupt noch nicht. Ihr habt ein bisschen was. Und so was hier. Die Fahrt will ich lange nicht vergessen. Überhaupt so eine ganze Urlaub hier. Nach wunderschöne Fahrt. Das ist wie Karussell. Das ist richtig schön. Ja, Peter. Oh, aber mit den Schaukeln, wa? Ja. Da wird dann richtig flau im Magen. Oh, wir nicht gewöhnt. Du wärst im Weg krank. Mama mia. Uwe, du hast einen Uropa, der war Kapitän gewesen. Ja. Der andere Opa war Seemann gewesen. Ja. Wir haben doch Seemänner und alles nur. Und dann hast du die schöne Wilde. Oh, wieder alles schön. Schiff müssen noch mehr wackeln, Uwe. So, zack, zack, zack. Ja, ja. Ha, herrlich. Mach das Spaß. Zack, zack. Hey, Mann. Mach mal, ja. Wackel, wackel. Hey, zack, zack. Hei, hei, hei. Zack, zack, zack. Wenn ich drüber fliege, dann schwimme ich da rüber. Eins, zwei, drei. Ja, ja. Hey, zack, zack, zack.